der gigantischen Konkurrenz hier in Biddeford, dass hier so wenig los ist. Woran sollte es sonst liegen? Das ist das einzige Fotostudio hier. Das habe ich mir gedacht. Ich habe die Sicherung ausgetauscht. Ja, und jetzt? Willst du einen Orden? Bring das verdammte Schild nach draußen, habe ich gesagt. So ein Arsch. Der Laden läuft nicht gut. Und ich denke, daran wird auch ein billiges Schild nichts ändern. Aber was soll's. Auf geht's. Dann bringen wir das Schild mal raus. Die hat wohl jemand den Kopf verdreht. Hm? Du hast es verkehrt herum hingestellt. Ja. Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Bin ich dabei dir richtig? Oh ja, genau richtig. Schwarz-Weiß-Fotografie ist meine absolute Spezialität. Wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Ich heiße übrigens Angelina. Ich bin Darren. Lass uns reingehen. Willkommen in Fullers Fotoladen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Sehr gut. Wir können sofort anfangen, werte Dame. Aber eigentlich sollte Darren... Aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie Sie verdient einen richtigen Fotografen. Hier, hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Biber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. So ein Drecksack. Das lag so ein bisschen. Fuck! Ein Abholschein für ein Paket. Unten am Hafen gibt es so einen kleinen Laden, der nimmt für alle hier die Pakete an. Dort bekomme ich Fullers Lieferung, wenn ich den Zettel abgebe. Ein Brief von Fuller. Ich soll ihn bei Mrs. Biber im Diner abgeben. Sie arbeitet dort hinterm Tresen. Schauen wir mal. So. Oh, vor allem rennt in die Knie. So ein altes Spiel, der Rechner hier so quält. Ich habe nicht erwartet. Einzelbilddarstellung, die Hölle. So, Freunde, können wir nun weitermachen. Hier ist das Programm gerade ein bisschen abgeschmiert. So. Ja, versuchen wir es mal weiter im Point and Click. Ein Hydrant, schauen wir es mal an. Ein Hydrant, wie jeder andere auch. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Wenn es hier mal brennt, werde ich der Typ mit dem Streichholz sein.
glaube, das ist Fullers Wagen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich mit Autos auskennen und in Entzückung geraten, wenn sie einen Klassiker sehen. Vorausgesetzt, das Ding ist überhaupt ein Klassiker. Ich weiß nicht genau, wie alt Fuller ist, aber er und der Wagen dürften fast das gleiche Baujahr haben. Ich kann dazu nichts Intelligentes sagen. Es ist ein Auto. Ein altes Auto. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber genau so lange ist die Ampel da schon kaputt. Hier ist so wenig Verkehr, dass es vielleicht niemanden stört, dass die Ampel nicht richtig funktioniert. Naja, vielleicht hat es auch noch niemand bemerkt. Biddeford ruhig zu nennen, wäre eine Untertreibung. Mir kommt die Stadt manchmal geradezu ausgestorben vor. Die meisten Bilder hier im Schaufenster sind nicht von Fuller. In einem klaren Moment muss er sich gedacht haben, dass er lieber echte Fotografen für sich werben lässt. Natürlich wissen die nichts von ihrem Glück. Porträtaufnahmen, Gruppenbilder, Hochzeitsbilder und Landschaften. Alles hübsch langweilig, wie sich das gehört. Ich klicke natürlich alles an, was zu klicken ist, ist klar, weil uns ja nichts entgehen lassen. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Fuller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also nicht viel. Eine Rolle mit Angelschnur. Es scheint nur noch wenig drauf zu sein. Können wir gebrauchen. Ja. Leider nur die Schnur. Kein Haken. Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Das gibt er ja an dir weiter, ne? Ein etwa 2 Meter langes Stück Abschleppseil. In tadellosem Zustand. Nimm mal mit. Nimm alles mit. Seile?